So, wir haben 8 Uhr Pan zerquetschte, ich glaube 8.20 Uhr. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Was kann das nur heißen? Ja, genau, ich bin wieder auf Tour. Diesmal geht's nach Hamburg. Was ich da so erlebe, seht ihr gleich. So, da sind wir jetzt hier angekommen in Hamburg. Wir können zwar unser Hotelzimmer noch nicht beziehen. Da fahren wir jetzt erstmal an die Landungsbrücken, denn heute sind nämlich Harley Days hier in Hamburg. Und da wollen wir mal an der Reeperbahn gucken, weil die fahren da so eine Parade lang. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, wir haben uns jetzt eine kleine Planänderung gedacht. Wir haben uns jetzt hier an den Landungsbrücken einen kleinen Platz organisiert, von wo aus wir die Motorradparade uns anschauen werden. Und ja, schauen wir einfach mal. Scheiße laut, muss ich sagen. Ist aber richtig geil. Die Maschinen und alles. Jetzt haben wir uns aus unserem Hotelzimmer wieder rausgemacht. Wir wollen jetzt was zu essen suchen. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen über die Reeperbahn zum Abschluss des Abends noch. Und dann werden wir uns wahrscheinlich in die Pfeile hauen, weil wir sind ja ziemlich früh aufgestanden heute Morgen. Ich bin so um 10 vor 7 aufgestanden, dadurch, dass die Bahn so früh gefahren ist nach Hamburg. Deswegen schauen wir mal, was uns heute Abend auf der Reeperbahn alles so erlebt. Also bis gleich. Hier nähern wir uns jetzt langsam dem Beatles-Platz, wo hier in der Gegend auf der Reeperbahn die Beatles mal aufgetreten sind. Und zwar ein paar Mal, ja, bevor sie bekannt geworden sind. Und zwar dort. Da haben sie nämlich so die Figuren von The Beatles abgebildet. Und hier befindet sich jetzt auch hier das Dollhouse, die Straße, wo das Dollhouse sich befindet. Olivia Jones, ihr Lokal. Zwar ist noch alles dichte. Und so Safari, die Showbar und noch viele weitere Lokale befinden sich dort. Moin Leute, mein zweiter Tag hier in Hamburg ist eingetreten. Und gestern habe ich halt mehr viel gefilmt von der Reeperbahn, weil wir auch so hungrig waren und müde waren. Deswegen habe ich gedacht, filme ich heute weiter von der Reeperbahn. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg Richtung Hagenbecks Tierpark. Dort haben sie nämlich auch ein neues Aquarium aufgemacht. Da war ich nämlich noch drin. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich war schon ein paar Mal hier im Hagenbeck Tierpark. Und ich will mal einfach mal gucken, was sich so Neues so entwickelt hat hier. Hinten müssen wir lang. So, jetzt sind wir hier angekommen im Tierpark Hagenbeck. Wie ihr seht, stehen wir hier an dem alten Eingang, den sie früher hatten. Und hier haben sie eine Statue von Herrn Hagenbeck. Und mal schauen, was uns hier alles so erwartet. Jetzt bewegen wir uns langsam Richtung Eiswelt, Antarktis. Da haben sie so die Antarktis nachgebaut. Und da war ich schon einmal und das sieht schon richtig geil aus. Aber überzeugt euch selber. Jetzt befinden wir uns hier drin in dem Eismeer. Haben sie so wie so Gletscher. Dort oben sieht man gerade Eisbären. Das ist ein runden Dreh. Da befindet sich ein schwarzer sehen. Aber man kann es mal auch so ein bisschen sehen. Hier durch den Klang von dem Wellengang finde ich, man fühlt sich wie, als ob man an der See wäre.
Und das haben sie auch hier richtig cool gemacht. Das soll so wahrscheinlich so aussehen wie in Helgoland oder so. Verdammt ist das arschkalt hier drin, Alter. Hier fließt dir ja richtig in den Arsch an. Das ist echt wie in der Antarktis. Das ist richtig geil. Da muss ich jetzt dazu sagen, das ist eine richtig mega fette Idee gewesen, hier vom Hand weg so. Dass du dich so fühlst, als ob du in der Antarktis wärst. Aber mit der Temperatur her, dass wir es kalt gemacht haben, das ist richtig geil. Ich wusste es schon immer. Sie kommen, sie werden uns holen. Jurassic Park is alive. Es werden immer mehr. Wir können uns bald nicht mehr retten davor. Da vorne. So, nachdem wir uns jetzt vor den Dinosauriern geflüchtet haben, machen wir uns jetzt langsam auf den Weg Richtung Tropenhaus und Aquarium. Das haben sie, glaube ich, umgebaut, wie ich erfahren hatte. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, hier sind wir jetzt im Tropenhaus drin. Und wir kleben die Klamotten richtig am Körper fest. Und hier, das eine Viech da hinten fällt ganz bunt auf. Hier kann man zum Beispiel auch riechen, was hier drin ist. Habt ihr jetzt nach nichts geraten? Das riecht nach Vanille. Und recht habe ich. Wahnsinn auch zum Hören. Das können Fledermäuse sein. Flugfeigefrösche. Okay. Ich wusste gar nicht, dass sie so winken. Jetzt geht's runter in den Stollen. Mal sehen, was es hier zu entdecken alles gibt. Das haben wir natürlich auch schön gemacht mit den Strakniten und Strakniten. Oder wie die genau heißen. Hier bin ich der nicht, aber es sieht richtig geil aus. Wie fühlt man sich jetzt, als ob du in einem U-Boot stecken würdest? Das ist richtig geil. Das Aquarium hier ist absoluter Hammer. Wie gigantisch das ist. Das ist schon wow. Mit den verschiedenen Fischen hier drin.